Ablenkung hat funktioniert. Perfekt. Warum Ihr zur Hölle? Ihr seid ein guter Mensch. Ich hätte keine Minute länger meinem knurrenden Mann. Ich hab dich gerade zum zweiten Mal umgebracht. Inwiefern bin ich ein guter Mensch? Sag mir das nicht noch einmal ins Gesicht. Sonst gibt's Kloppe. So, mal gucken. Die knien alle vor mir. Ja, haben alle Schiss? Okay. Ich bin kein Kämpfer. Nein, du bist Hühnerfutter. Sollen wir es testen? Ach, Moment mal, die Truhe habe ich da ja noch nie entdeckt. Hm. Ich schaue mich da auch so selten um in der Gegend. Mana gibt's da auch. Mana. Bäh. Leben! Rot, Leben! Du Vollspacken, rot wie tot! Nee, da macht irgendwas keinen Sinn. So. Apropos Sinn machen, wo hocken jetzt die anderen Weibsbilder? Wo verstecken die sich? Hm. Wahrscheinlich Verstecken spielen. Nackig in Schweden. Was habe ich eigentlich gerade mit diesen nackten Putzen aus Schweden? Es passt einfach so schön ins Klischee. Okay, ich hätte jetzt auch taiwanesische Weibsbilder nehmen können. Warum sage ich eigentlich gerade immer wieder Weibsbilder? Ach ja gut, mittelalterlich angehaucht. Da hat man so gesprochen, ja. Vor langer, langer Zeit, als es noch gar kein Hip-Hop gab. Heute sagt man wahrscheinlich Bitches zu den Frauen. Das ist aber nicht Dieb, deswegen sagt man das anders. Oh Gott. Ich klinge schon wie Peter Lustig und nicht lustig. Aber wo zur Hölle hocken die Frauen? Ich meine, drei Stück fehlen uns noch, okay? Wo eiert ihr Mädels rum? Hm. Ich bin gespannt. Ist das Gold? Ist das? Ach nee, ein Kürbis. deswegen mag ich die Braunen. Setzen sich alle Nase irgendeinen Krempel auf. So, mal gucken. Also ich vermute jetzt mal nicht, dass sie sich jetzt hier verstecken werden. Vielleicht bei den Schafen. Ach, Moment mal. Hier fällt mir ja gerade ein, wenn wir schon mal da sind. Ich weiß gar nicht, habe ich da eigentlich schon das rote Ding geholt? Nicht das rote, das aus dem Feuer? Naja gut, ein Scherbenportal für rote wäre mal ganz praktisch gewesen hier. Oder lag da hinten irgendwo eins? Lass mal ganz kurz schauen. Nope. Nur jede Menge Ratten. Auch nicht übel. Okay, ich muss mal ganz kurz zu einem roten Spawner. Weil das, was da drin ist, das möchte ich haben. Ja. Oh Gott, roter Spawner. Wo war denn der letzte? Miep? Orientierungssinn? Lass mich nicht im Stich. Jetzt müsstet ihr fragen, was für ein Orientierungssinn. Dann würde ich antworten, den, wo ich mir bei eBay bestellt habe. eBay-Witze werden auch nie alt. Oh, das Häuschen haben sie heide gelassen. Na, muss ich mich mal ganz schnell ändern, wenn ich hier wieder vorbeikomme. Wenn ich denn den Weg wieder finde. Och, du bist mir den ganzen Weg hinterhergelaufen, nur um aufs Maul zu kriegen. Das nenne ich Treue. Was denn? Ein treuloses Monster wäre einfach zum x-beliebigen Gegner gerannt. Aber es verfolgt mich. Es möchte nur von mir getötet werden. Das erfüllt mein böses Herz mit Freude. Ich könnte heulen. Was ihr allerdings nicht sehen würdet, dank meiner Maske. Seht ihr? Bombensicher die Tarnung. In Wirklichkeit bin ich wieder Emo-Hirsch. Emotional bewegt. Achso, nö, die waren schon tot. Das ist nicht mein Verdienst gewesen. Lass dir nichts einreden, werd nicht paranoid. Was? Wie? Oh, wer spricht da eigentlich mit mir? Ganz schön weitläufig bis zum ersten roten Spawner. Ah, da ist er ja. Hallo, mein Kleiner. Komm mal mit. So, wo habe ich denn noch 7 Stück gehabt? Hä?
Was? Hä? Bin ich gerade ein bisschen doof in der Birne? Wo habe ich denn noch 7 Mannequins gehabt? Ich habe tatsächlich noch irgendwo 6 Stück rumeiern? Hä? Was? Wie? Frag dich nicht, frag dich nicht. Die werden schon irgendwo rumrennen. Wahrscheinlich alle irgendwo verkantet oder alleine mit irgendeiner so einer Putze. Weiß gar nicht, wie viel sind eigentlich jetzt hinter denen hergeeiert? Nö, das Zeug kann ich auch nicht aufnehmen, was immer das sein soll. Hä? Okay, ich weiß gerade echt nicht, wo die sich jetzt rumtreiben. Komisch. Leutchen? Puh. Also wo jetzt diese angeblichen 7 Braune rumeiern sollen? Ich hab keine Ahnung. Ich hinterfrag das jetzt auch nicht. Nö. Nö, ich brauch eh die Roten. Warte, Momentchen mal. No, hier war auch nichts. Wo sollen die denn jetzt sein? Hä? Okay, ich bin auch ein Held. Ich sag die ganze Zeit, ich hinterfrag's nicht und trotzdem machen wir einen Kopf darüber. Das ist ja komisch. Ein bisschen seltsam ist es aber schon. So ganz dezent. Gucken wahrscheinlich doch alle irgendwo in einem Gebüsch mit der einen, die ich suche und... böse Gedanken. So, ach ja, es reicht auf jeden Fall dicke, um das hier abzugrasen. Ja, ja. So, nehmt mal mit. Ich habe einen Sack voll Gold. Dann rat mal, was da drin ist. Dreck, genau. Dreck, die offizielle Währung in diesem Spiel. Ich habe die Taschen voll Dreck. Ich bin ganz reich. Wer es glaubt. Ach Gott, wäre das schön. Mit Dreck bezahlen. In Minecraft wäre man Milliardär. Also, falls ihr jetzt irgendwie mit Spannung oder irgendwelchen Fortschritten gerechnet haben solltet, nein. Irgendwie nicht so, ne? Da habt ihr mehr erwartet, hä? Ich kann euch verstehen. Ich hab auch mit mehr gerechnet. Aber sagt's nicht weiter. Warum flüstere ich eigentlich? Naja, wird man wahrscheinlich eh nicht verstehen. Das ist richtig unterhaltsam zuzugucken, wie die mit meinem Geld abhauen. Moment, die hauen mit meinem Geld ab. Ey! Ey! Komm zurück! Wo kommt ihr denn jetzt her? Okay, habt ihr eine wilde Party gefeiert, oder? Was war denn nun wieder los? Mal gucken, sind die anderen auch in Hörweite? Alter, so verfranst haben die sich doch noch nie. Hä? Haben die jetzt die Kohle abgeliefert, oder? Was ist hier? Ja, genau. Lasst einfach den Geldsack liegen. Würde ich auch machen, wenn irgendeiner hinter mir hertrötet mit dem Waldhorn. So, bewegt das Ding. Komisch. Hier war auch nichts mehr. Da war dies, da war jenes, da war das. Upsala, ihr wollt da durch. Sagt das doch. Dann machen wir euch mal den Weg auf. Wetten, dass meine Schergen jetzt vor dem Tor hocken und warten, bis einer aufmacht? Mit Sicherheit. Soll ich euch schieben helfen, oder? Nom, 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 nom. Erstmal einen Kaffee. Ja, natürlich. Kaum trinke ich einen Kaffee, bewegen die sich. Aha. Ich wollt ihr nicht. Mich juckt es überall. Och, weißt du, wie mich das juckt? Nämlich gar nicht. Klaut die Trolle.
Das sieht auch gar nicht falsch aus, wie sie die tragen. Wie so ein mobiler Gynäkologenstuhl. Oh Gott, für den Witz wird man mich hassen. Ach, ihr Saftsäcke, habt hier gecampt. Sagt mir das doch mal einer. Ich such und such und ihr hockt hier rum und macht euch einen schönen. Gibt's ja nicht. So. Nur noch zwei. Gut. Njam, 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 njam. Mal gucken. Ja, das war mir gerade ein Bedürfnis. Da war doch eigentlich der Weg, den ich hatte. Ja, genau. So, sobald ich das blaue Nest habe, ist diese Säule Geschichte. Aha! Damit kommt ihr bei mir nicht durch. Hast du eine Ahnung, was mich das interessiert, ob ich bei dir Chancen hätte? Ich stehe auf Frauen. Die sind viel pflegeleichter als du. Die haben keine Heugabeln. So, wo ist denn die letzte? Die hockt doch bestimmt da oben rum. Na, meine Süße, wo bist du? Lucky Luke sagt nicht gut. Lucky Luke hatte recht gehabt. Lucky Luke gut. Was soll das heute los mit mir? Ich habe keine Ahnung. Muss wahrscheinlich an diesem actiongeladenen, dynamischen Gameplay liegen, das ich heute an den Tag lege. Ich entführe Frauen und töte ihre Männer. Hui. Ja, das macht einen Gacker an der Birne. So, hier müsste dann ja noch einer rumfleuchen. Wo bist du, mein Liebe? Wahrscheinlich hockt ihr jetzt da drüben bei den Schafen. Ich sag bei jeder Gelegenheit wahrscheinlich. Aha! Ich hatte recht. Also Mädchen, was hast du denn mit den Kerlen hier getrieben? Meinst du jetzt inklusive der Frau, die wir gerade geklaut haben, oder? Na, wobei, die geifert eher. Oh je, ich will echt nicht wissen, wie das jetzt losgehen muss mit dem Geschnatter im Turm. Wahrscheinlich kein Schritt, ohne dass irgendeiner mich anlabert. Ja, trinkt ihr mal. Ihr werdet es nötig haben, wir haben jetzt Frauen im Turm. Oh Gott. Ja, also wie gesagt, ich rechne fest damit, dass man mich spätestens jetzt hassen wird. So, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen im Türmchen um. Mal schauen. Überredet. Dann gucken wir uns doch mal die Leute an, die wir überredet haben. Wir werden wahrscheinlich echt keinen Schritt machen können, ohne dass uns fünf Leute anquatschen. Lass mal sehen. Wie böse bin ich jetzt eigentlich nach dieser bösen Tat? Ach du liebe Zeit, die Putzfrauenbrigade. So, such zerstört Oberons Wurzelknoten, bliblablub. Finden Eingang Zwergenland. Mysteriöse Frau. Ach ja, genau, Schloss Rausching. Ja, das nehmen wir uns dann als nächstes vor. So, wir sind schon 22% böse. Ach, das lässt sich noch steigern. Aber sowas von. Na, meine Süßen, wie geht's euch? Wenn dieser Gnarr mich noch einmal komisch ansieht, brate ich ihm eins über. Was? Stampi guckt dich böse an? Das geht aber nicht. Schäm dich, Stampi.